So, liebe Leute, endlich geht's so richtig los. Erster Spieltag steht an und wir gehen rein gegen Tüküti München. Los geht's. Erstmal natürlich mit der Pressekonferenz, das ist klar. Schön, dass Sie alle da sind. Dann beginnen wir mit den Fragen. So, wie laufen die Vorbereitungen für Ihr Schalke 04 Debüt? So, der Kader ist natürlich sehr stark. Und natürlich wollen wir eine erfolgreiche Saison spielen. Es geht eigentlich nur rein um den Aufstieg. Das wollen wir. Wir wollen so schnell wie möglich wieder hoch in Richtung Bundesliga. Und dafür schon. So, wir wollen natürlich alle Titel gewinnen, sonst brauchen wir gar nicht anfangen zu treten. So, natürlich die Fragen schon nach, ob unser Neuzugang aus Bochum schon heute spielt. Dann hoffe ich, dass das so, auch passiert. Mehr Zeit bleibt uns nicht mehr. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Ja, die Reporterin verabschiedet uns und dann können wir direkt ins Spiel gehen. So, na dann, auf geht's. So, Training brauchen wir. Eigentlich, ja, mal kommen wir mal erstmal drin, damit es komplett ist. Ich habe Megapunkte, wenn wir wahrscheinlich nicht holen. Da geht noch mehr, also sagen sie mir gerade da oben. Okay, das war ein bisschen zu hoch. Und dann geht's auf grandios. Und wir nehmen die 8.500 Punkte mit. Und springen damit auf Platz 3. Oh ja, egal. Let's go. Auftakt. Liga 3. Und das zeigt nur ein Heimspiel in der Arena. Und ich habe übrigens die Kommentatoren ausgeschaltet, nur dass, dass es dabei sein könnte. So, dann gehen wir mal rein. So, Kolasin hat den hätte ich gerne als Kapitän eigentlich dabei sogar. Viel hat sich geändert in der Mannschaft. Viele Neuzugänge sind damit am Start. Eigentlich besteht der Kader fast nur aus Neuzugängen. Aber schauen wir mal. So, hier der Gast aus München. Und dann hoffen wir mal, dass wir das heute nach Hause bringen. So, das ist unsere Startelf. Klar, ich spiele das ganze Ding mit 4-2-3-1. Und habe fast nur 90er dabei, außer Ciao, Kolasinac. Ja, das sind die einzigen tatsächlich. Der Rest vorne drin, der Rest ist komplett neu. Godino Muschel hat die Doppel-6, Doppel-8. Ja, Doppel-6, wie auch immer. Ja, schauen wir mal, ob wir hier erfolgreich in die neue Saison starten können. Und das sind die Münchner. Wenig Spieler, die man so kennt, René Volland, der kennt man vielleicht aus München, der hat, glaube ich, bei 60 mal gespielt, meines Wissens. Aber der Rest sagt mir jetzt gerade gar nichts. Naja, schauen wir mal, 4-3-1-2 spielen sie. Da ist er, Serkan Asenat, zurückgekehrt von Arsenal London. Und da steht Felix Platte schon bereit, der Rückkehr aus Darmstadt. Möchte natürlich vorne heute seine Tore machen. Auf geht's. Erstes Bundesligaspiel, erstes Drittligaspiel. Versuchen wir es mal. Weiter. Bujelab. Kowalanski. Bujelab mit einem kleinen Fehler drin. Kula. Ja, Kowal.
Lansky, der momentan erstmal versucht, ein bisschen aufzubauen, hier ein bisschen ruhiger aufzubauen. Ah, da geht keiner mit rein vorne. Kein Abseits. Krüger. Und die erste Chance. Ja, muss ich erstmal an einige Gesichter gewöhnen. Es ist Gaudino gewesen. Gianluca Gaudino. Der da ein bisschen verzieht. So, versuchen wir es mal. Marvin Spielmann, Neuzugang an den Young Boys Bern. Krüger. Und dann ist das 1-0. Elfte Minute. Platte. Ich spiele aber zwar mal 4 Minuten auf Profi. Kann sein, dass ich dann demnächst mal Weltklasse hochspiele, aber natürlich möchte ich das Ding erstmal auf Profi anfangen. Wenn es denn so sein soll, ich werde, denke ich, auch Weltklasse. So, da führen wir auf jeden Fall mal. Guter Ball, schöne Flanke. Da war nicht viel zu halten mit Keeper. Felix Bert, der freut sich natürlich über sein erstes Tor in Liga 3. So, Komodanski. Der jetzt mit dem Querpass unterstützt 2-0. 15. 16. Minute. Und es ist wieder Platte. Doppelpack. Ja, vielleicht das selber machen können, aber ich war halt da rein auf diesen. Auf diesen Querpass gehen. Ja, 16. Minute, 2-0. Und dann haben wir das schon mal sicher. Aber München wäre nicht München, wenn sie nicht, wenn wir vielleicht da was mitmischen wollen. Krüger. Der probiert jetzt natürlich wieder mal die Außen. Eigentlich ein Stürmer, aber kann auch wieder rechts außen momentan. Ja, Ballverlust. Und da holt sich der Münchner den Ball. Ja. Die Querpass abgelaufen. Ha, schade. Ja. Ja, ja, aufpassen. Du hast nicht laufen lassen. Und Platte. Macht das ein. Patrick, in einer guten halben Stunde. Oh, und dann ist es Kuglanski, der aber der verhindert wird, der Ball. Noch mit das, fast das 3-0 vor der Pause noch. Und wieder ist es Platte. Und diesmal hält wieder der Keeper. Es gibt die nächste Ecke. 32. Ah, der war nicht gut gespielt. Platte! Pfosten! Kein Abseits. Und er macht schon mal ein bisschen Betrieb. Naja. Zwei Tore hat er ja schon. Den dritten will er gerne noch machen. Ups, war ein bisschen weit gespielt. Und jetzt hat er einen Fehler gemacht. Der Aufbauspieler bei den Münchner. Platte wieder.
Und da ist er. 3-0. Yes. Ja, aber nicht so halt für den Keeper. So, auf geht's. Unser Ziel ist es klar. Wie gesagt, die Saison hochzugehen. Ja. Godino. Flasche, der wieder durchgehen kann. Und dann erinnert der Keeper sogar sein viertes Tor. Und dann ist Pause. 3-0. Ja, auf jeden Fall schon mal guter. 47 Minuten, 3 Tore, 7 Schüsse. 5 davon gegen das Tor und 2 waren halt drin. Ja. Läuft schon mal. 11. 16. 38. 3 Tore. Und der Auftakt ist schon mal gut gelungen. Wir sind klar, wir müssen noch reden überlegen. Aber es werden auch noch knifflige Aufgaben kommen. Gut, der Kader ist rein aufgestellt, um wirklich in Richtung zweite Liga zu gehen. Das ist unser Ziel. Der Aufstieg muss folgen. Oder muss er folgen, so ist es eigentlich richtig. Pieper. Krüger. Bujelab. Schön gemacht. Ja, ist das einer frei. Kolasinac. Der jetzt mit Tempo beigeht, natürlich, klar. Und wieder verändert der Keeper hier, der Münchner. Das ist nichts Gegentor. Und der fährt schon aus Hormuzela. Und da ist das 4-0. Kein Abseits. Und es ist Felix Platte mal wieder viertes Ligator. Hier das Ding an die Latte. Ja gut, dann kann er wahrscheinlich halten. Dann können wir mal wechseln nach 52 Minuten. Dann wechsle ich mal doppelt. Weil die anderen Jungs müssen reinwerfen. Die Platte geht raus und da kommt der neue Gambula. Und wie neue Busche, Bossoan drin. Ah, der Auftrag geht schon mal gut, ja, los. Ja, ah, das war ein bisschen zu optimistisch. Erste Chance. Und wieder verändert der Keeper irgendwas. So, was du an, probiert's nochmal mit einer Flanke. Kommt leider nicht so ganz an. Spielmann! Gute Chance. Ja, doch, kein.
Da kommt keiner mit. Tja, der steht ein bisschen schlechter. Ja. Verhindert den Zweikampf. Beziehungsweise kommt nicht in den Zweikampf und ein bisschen Glück war dabei. Das hätte vielleicht auch anders ausgehen können. Und jetzt nein, ich habe nichts an den Regeln gespielt. Das sind alles Originalentscheidungen. Und da ist das 1-4. Iliev 0, 1-4 nur noch. Ja, da kriege ich keinen Zugriff drauf. Hier ein bisschen Pech dabei. Kein Foul. Und dann ist es passiert. Die 3, das müsste Gottwald geben. Nee, Gottwald hat die 28. Das kann ich jetzt, der 3er jetzt war. Es ist halt das Problem, wenn du fast einen komplett neuen Kader hast, ne? Ah, schade. Kein Ball hier vorne reingeht. Und wieder läuft das. Den Pieper war es, wenn er den Ball verloren hat. Mit ein bisschen Pech. Und da ist das 1-2-4. 72. Und wieder steht man komplett offen da hinten drin. Und auf einmal steht es nur noch 2-4. Man kriegt vorne die Bälle nicht durch. Und plötzlich klappert das Ding zum zweiten Mal drin. Schwimmern. Schönes Ding. Da vorbei. Und auch dieser Rückpass, der geht nicht. Und wieder steht man halt offen. Ja. Das könnte vielleicht sogar noch eine Karte geben. Nicht, dass man jetzt das dritte Tor. Diesmal geht der Pieper dran. Da dran. Oh, ja. Die Münchner wollen auf einmal. Gordino. Ha, Mann! Warum fiel's nicht da oben rein? Ja, sag mal, wann kommt der Gegner? Es gibt Ecke. Wenn jetzt das 3-4 fällt, dann kann das durchaus nochmal anders ausgehen. Eigentlich war es so sicher durch. 4-0 hat man geführt. Kolasin hat Schweder. Jetzt hat er. So, Schirmann jetzt. Macht er jetzt mal im Finale die Entscheidung zu. Jo. Feierabend. 5-2. Der Auftakt. 7 Tore im ersten Spiel. Bloß nicht den Gegner irgendwie wieder ranlassen kommen lassen. Schönes kurze Eck. Rein damit. Feierabend. So, erstes Ligator natürlich, klar. So, jetzt kommt noch mehr Jump für Gordino. Und dann nochmal beide, alle Wechsel zu. Also, Levin Mercan. Auch wieder aus einer aus der eigenen Jugend. Dann haben wir das Thema. So, und dann der Ball auf Gambula. Vielleicht macht er sogar sein erstes Ligator. Uiuiui, fast das Eigentor. Ein bisschen lange gezögert. Und es ist die nächste Ecke gegeben. Ne. Und dann ist Feierabend. 5-2, der Auftakt ist gelungen. 3 Punkte auf dem Konter. Schönes Spiel gesehen, 7 Tore. Passt. Ja, man führte 4-0. Dachte, ja, das Ding plätschert man so einfach nach Hause. Dann haben wir mal der Doppelschlag der Münchner und dann
war es auf einmal wieder knapp, aber Gott sei Dank kommen wir noch mal am Ende den Sack zumachen mit dem 5:2. Und so geht das schon mal relativ gut los. Hier nochmal die Highlights, 11. Minute. Platte entwischt seinen Verteidiger. Flugkopfball, 1:0. Dann die 16. Minute. Ebenfalls Platte, 2:0. Wieder keine Chance für den Keeper. Trainer ist zufrieden. 38. kurz vor der Pause. Schöner Ball in den Lauf. Und zack. Auch hier lässt man den Keeper keine Chance. 3:0. Dann die 52. Der Ball von Bourgelab. Latte. Und Latte braucht da nur noch einzuköpfen. Torwart ist raus. 4:0. Da freut er sich kurz nach die Auswechslung und dann ging es auf einmal ein bisschen in die andere Richtung. 67. Der Ballverlust von Pieper hier im zweiten Versuch. Und auf einmal der Abschlusstreffer durch die Beine von Renault sehe ich gerade noch. Und da steht es dann plötzlich 1:4 nur noch. Das 2:4, warum das sich zeigt, weiß ich nicht, weil dann kommt nämlich noch Spielmann. Man macht eigentlich das 5:2. Davor war noch ein Anschlusstreffer, noch der 2:4 Anschlusstreffer. Der Münchner halt den zwar nicht gesehen haben, aber na gut, den haben wir schon gesehen. Aber trotzdem bin ich ziemlich zufrieden mit diesem Auftakt. Der ist schon mal gut gelungen. Und da können wir noch gut gelaunt ins Interview gehen. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ja, wie zufrieden sind Sie mit dem ersten Sieg als Schalke 04 Coach? Ja klar, bin ich sehr zufrieden auf jeden Fall, dass das irgendwie so gelungen ist. Und ich glaube, ein ziemlich erfolgreiches Spiel. Da ist aber ein bisschen Luft da hinten, weil hinten passt das doch gar nicht so ganz. Es waren immer noch Fehler drin. Na ja, Gordino hat ein paar Fehler drin gehabt. Klar, das ist noch nicht leicht. Da kommt, das kommt noch. Keine Sorge. Deswegen habe ich noch geholt. Vielen Dank für diese Aussagen. So, passt. Das nächste Spiel ist gegen St. Pauli. Wir sind sogar Tabellenführer direkt am Anfang. Okay. So, Daniel Schon gefällt mir sehr. War mir klar, dass du ein echter Teamspieler bist. Du bist auf dieser Position gut. Sie könnte die Chance mehr zum Stammspieler zu werden. Das ist doch jeder Ziel, oder? Also, er möchte gerne eigentlich, ist eigentlich ein Stürmer, kann aber rechts außen spielen und das ist für mich das Richtige. So, das Team ändert sich natürlich wöchentlich. Der Aufsteiger fahren kann von Woche zu Woche aufgrund der Mentalität und Leistung des Spielers verändern. Es gibt keine Stammplatzgarantien. Nö, gibt das auch nicht. So, wir haben noch das Spiel gegen St. Pauli. Dann geht's in das Finale. So, ich guck mal gerade noch einige Nachrichten. Da sind noch einige Nachrichten reingekommen gerade. Tja. Ich wollte die sowieso loswerden. Nur die jetzt weg. Gut. So, Angebot annehmen. Kututu, Bournemouth. Ich hoffe, dass ich noch den einen oder anderen Transfer vor der Pause durchkriege. Bevor es in die Deadline geht, durchkriege. Da ist noch ein Transfer rein. Tja, wenn Basti das Thema.
So, okay. Das nächste Spiel gegen St. Pauli und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit dem nächsten Ligaspiel.